So, im letzten Part hatten wir da aufgehört, dann machen wir hier wieder weiter. Ja, und zwar Part 1 von EW10 Music Endzeit Teil 3. Und damit begrüße ich euch zurück im neuen Part, in Part 3. Wir haben die Alien-Wache hier oben endgültig vernichtet. Wir befinden uns hier oben in den Ecken. Da werden wir jetzt ein bisschen fortfahren. Ich glaube, die Karte neu zeichnen zu müssen, weil ich habe die Vermutung, wenn das jetzt hier schon zu Ende ist, dass es hier rüber nach Dra weitergeht und hier habe ich noch Platz. Bedeutet, ich werde die Zeichnung wahrscheinlich neu zeichnen müssen. Die Zeichnung? Die Karte. Die Karte neu zeichnen müssen. Gut, dann würde ich sagen, let's go. Wir gucken, was wir an Nahrung haben. Erstmal Kräuter uns reinpfeifen. So. Dann haben wir natürlich keine Bewaffnung mehr, ne? Oh, noch einen. Okay. Hier und hier sind wir. Jetzt geht's runter, runter, rüber. Okay. Nahrung. Schokoriegel. Nahrung, Wasser. Okay, die Batterien waren leer. Gucci. Okay. Da oben ist der nächste. Den werden wir aber, glaube ich, so schnell nicht erledigen können. Wir versuchen unser Glück. War leider nix. War leider nix. Disk 6. Okay. Also ich denke, wir werden da noch ein bisschen was machen müssen. Das Problem ist halt einfach noch was. Weil ich kann ja hier nirgendwo was anderes machen. Ich habe ja alles abgefrühstückt. Bis darauf. Und die Alienwache mit dem Messer, nur mit dem Messer zu besiegen, ist doch etwas, ja, schwer, muss ich glatt behaupten. Oh, Mann. Ja. Jetzt werden viele sagen, warum zum Geier musst du so oft laden? Nochmal, wir spielen das auf schwer. Gegner sind stärker, Gegner haben mehr Lebenspunkte. So, was ich jetzt aber mal machen kann, das fange ich jetzt heute mal das erste Mal an. In den ganzen EW10 Spielen. Ja. Ich werde mir mal die Gegner aufschreiben. Ja. So. Ein Mutant. Diese Kreatur war mal Menschen, so Mumton hat in der Regel 36 Lebenspunkte. Okay. Mutant hat 36 Lebenspunkte, sage ich jetzt mal. Und hoffe, dass ich das, dass ich mich da nicht irre. So. Dann gucken wir mal weiter. Ein Höhlenbär. Hat 32 Lebenspunkte.
So. Ein Höhlenbär hat 32 Lebenspunkte. Ein Mutant hat 36. Das wäre für uns interessant. Also ist für uns interessant. Weil wir erstens dann nochmal in die Stärke reinprügeln. So. So, ein Hund mutiert. Ja, ich weiß, dass mich sowas in der Regel und unheimlich viel Lebenspunkte kostet, weil ich bei sowas immer da ein bisschen gut. Ein Hund mutiert. Ein Hund mutiert. So, 29 Lebenspunkte. 21 Lebenspunkte. 11 Lebenspunkte. 2 Lebenspunkte. Gegner ist tot. Sehr gut. So können wir ein bisschen unser... Ja. Ein Mutant. Der hat 36 Lebenspunkte. 16 Lebenspunkte. 4 Lebenspunkte und ist tot. Richtig. Das ist gut, dass wir jetzt hier aufschreiben, wie viel die Mutanten haben, wie viel die Höhlenbär haben, wie viel der mutierte Hund hat. Und so werde ich jetzt, bis ich dann nachher ein paar Level weiter bin, werde ich hoffentlich ein bisschen um. Ein wilder Hund, das ist was Neues. Oh, ich würde das nicht überleben. So, Informationen untersuchen. Der hat 25. Tarara, 17. 10. Tot. Sehr gut. Jetzt, wo ich weiß, ungefähr, wie stark die Gegner sind. Ein Höhlenbär, der hat 32. Moment, wir machen das Ganze mal folgendermaßen. Ich hole den Zettel einfach mal raus. So. Also momentan habe ich hier diese vier wunderschönen Gegner aufgeschrieben mit den dazugehörigen Lebenspunkten. So, der hat, ein Höhlenbär hat 32. Dann hat er jetzt noch 23. Aber ich würde mir trotzdem jetzt was reinpfeifen. Ach, der tötet mich, war klar. Spielstand laden auf Disk. War das 7? Habe ich schon 7 gespeichert? Habe ich nicht. Laden von Disk 6. Aber wie gesagt, ich schreibe mir das mal auf, weil das sind nämlich die Gegnerpunkte und dann können wir das immer ein bisschen ausrechnen. Wie viele Lebenspunkte wir noch haben, wie viele Lebenspunkte der Gegner hat. Und dann brauche ich nicht jedes Mal die Lebenspunkte, also hier die Kräuter zu verbraten, sondern kann die wirklich nur dann verbraten, wenn es wirklich nicht anders geht. So, ist ein mutierter Hund. 29. Okay, 5. Ja, das war jetzt Dummheit von mir. Ich habe die letzte Munition verbraten. So. Ein wilder Hund. 25. 18. 10. 2. Tot. Sehr gut. Das läuft. Okay, dann würde ich sagen, Moment, 20, tot. Und Level 5 erreicht, plus Fleisch, plus Fleisch. Das ist sehr gut. So, haben wir einen in die Stärke und zwei im Gesicht, im Geschick. So. Also, 25...
Okay. Okay. Ein Mutant, das war 36. 29. 20. 13. 1. Tot. Plünderer. Ein neuer. So, die Informationen, wir holen sie von ihm. 35. So. Dann schreiben wir uns nämlich hier mal die Gegner auf. Das ist nämlich ganz nice. Das wäre nicht nur toll, wenn wir das machen. So, 35, dann sind wir bei 34, 24, er weicht aus. Dann sind wir bei 12, dann sind wir bei 3. Ich habe nicht auf meine Lebenspunkte geachtet, vor lauter. Ich habe natürlich nicht mal 7 gespeichert, ich hätte mal können speichern. Plünderer 25 21 erstmal hier ein Brot essen, dann okay. Entschuldigung. So. Erstmal ein Brot essen. Wasser trinken, dann die Bewaffnung ändern, Bewaffnung, Schaden 3, Zeit, wir machen einen Critical Hit, Moment, das war's nicht, Waffenstärke 4, da hätten wir 7 Schaden, ist das richtig? Oder 4? Ein wilder Hund, das sehen wir gleich. Mmh. 18. Der wilde Hund ist tot. Ja, finde ich nice. Mmh. Okay. Ich habe bei den Kräutern noch nichts angefasst, finde ich sehr gut. Plünderer 25. Und eine neue Stufe erreicht, sehr gut. Okay, dann machen wir hier und hier. So. Ein Plünderer. Das sind 14. 2 aus. Ich kann mir die Zahlen nicht merken. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich kann mir die Zahlen echt nicht merken. Ein wilder Hund. 15. 6. Ja. Okay. Gut, jetzt bräuchten wir ganz, ganz dringend Wasser. Er verletzt sich. 12.
Ein Hund mutiert. So, 29. Sind wir bei 19? Sind wir bei 17? Sind wir bei 6? Gut. Gut. Okay. So. Ja, speichern wir mal unter Disk und 7. Ja, 15 Minuten haben wir schon wieder. Jetzt gilt es eigentlich, an diese einen Wache vorbeizukommen. Und das wird schwierig. 100. Ja. Alienwache. 100. Mal sehen, was er hier. Was es hier hat. 90. 80. Und er hat mich getötet. Gut, aber er hat mich ja schon einmal, sag ich mal, angebimmelt, weil ich da schon ein bisschen angebrochen war. Aber er hat 100, weil ich ihn ja untersucht habe, hat er mich ja schon angreifen können. Das sind dann 82. 82 sind 74, 64, ui, 54, 53, okay, wir versuchen es jetzt anders. Ich hoffe, dass das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wird wahrscheinlich, sobald ich geladen habe, sofort einen Angriff kriegen. Nein, danke. Wunderbar. Jetzt versuche ich es anders. Jetzt versuche ich es anders. Gucken, ob das klappt. Geht nicht. 24. Kritischer Treffer. Dann hätten wir 80, 76. Dann sind wir bei 76, 68, 62, 52 und er macht mich tot. Also, da komme ich nicht wirklich weiter. Das heißt, ich muss jetzt... Wie soll ich denn das, ehrlich gesagt, machen? Ich weiß ja nicht, wo Wasser ist. Warte mal. Ja, warte mal. Ich werde mal was anderes machen. Ich versuche mal was. Ich gehe mal auf einfach. Und gehe direkt hier raus. Ja. Okay, jetzt gucke ich mal. Direkt eine Alienwache? Okay. Direkt eine Alienwache hier drin. Das hat mich doch nicht gehabt. Oder? Okay.
Wir bräuchten aber definitiv, übrigens nur zur Information, ich habe hier nochmal Schwierigkeitsgrad 3 geladen. Ich würde gerne wissen. Wo wir was zu trinken herbekommen. Weil das fehlt mir jetzt. Weil das fehlt mir nämlich jetzt. Entweder das oder eine ordentliche Waffe. Ja, macht mich platt. Die Alienware macht mich immer platt. Nein! Blödsinn. Vertippt, ich wollte doch die 6 haben, die 7 haben. Macht der Gewohnheit. Zwei. Tot. 9. 16. 6. 4. Da-dam. Jetzt habe ich nichts mehr. Bin tot. Okay. Bin ich immer überlegen, ob ich das Ding auf leicht spielen soll. Aber ich habe gesagt, Teil 2 habe ich auf schwierig ja auch durchgekriegt. Also werde ich hier ja auch irgendwie Glück haben. Naja. Laden, Disk. Laden Disk 7. Ich versuche es jetzt noch mal ein bisschen. Ich bin jetzt ein bisschen ruhig, weil ich versuche jetzt mich ein bisschen zu konzentrieren. Irgendwas muss da möglich sein. 52 sind machbar. Tja. Das war ein kritischer Treffer und damit war ich schon bei 52. Da wären nur 24 übrig gewesen. Okay. Wir probieren das, bis wir das haben. Komm, mach mich kaputt.
Bam 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 bam. Was sowieso blöd ist, davon auszugehen, dass ich das hier weiß bescheuert. Alienwaffe, ah, war ein Hinterhalt, die Sau. Du bist jetzt irgendwie, das müsste Luigi kommen und mir helfen oder so, ne? Das wäre jetzt so optimal. Ich gebe es nicht auf. Ich gebe es nicht auf. Wir hatten eben schon mal so einen Glücksmoment und er muss verfehlen. Ich muss mit 52 treffen, er muss verfehlen. Da muss ich nur noch aufs Messer wechseln. Er muss dann auch noch verfehlen in dem Moment. Aber das werden wir hinkriegen. Hatten wir eben auch gehabt. Ja, es war ein Hinterhalt, klar. Okay, Disk 7, Abmarsch. Ja, wenn er mich auf dem Hinterhalt erwischt, dann kann ich auch nichts machen. Ja, auch wenn er ausweicht, ist es halt alles scheiße. Nee. Ich will die 52 haben. Ich will diesen Critical Hit haben. Boah, was? Schon eine halbe Stunde? Ja, dann würde ich das behaupten, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich würde mich schon freuen. Bis dann, euer Party Patool. Bye, bye.